Willkommen auf der SATOX. Heute habe ich eine schöne Hardcover-Box für euch, und zwar die Junji Ito Collection. Wie man die Bilder schon entnehmen kann, nichts für schwache Nerven. Auch das, was ich bisher gesehen habe, schon an Ausschnitten, sollte man mit Vorsicht genießen, sagen wir mal so. Aber für die Harten unter euch verlinke ich euch das Ganze auch mal in der Videobeschreibung, falls ihr euch die Box auch noch holen wollt. Erscheint hierzulande bei KSM Anime, beziehungsweise mittlerweile heißt der, glaube ich, Playon Pictures. Eine schöne Hardcover-Box, den FSK-Flatschen erstmal aufgeklebt. Dann gucke ich mal, was. Ja, es geht ab. Ja, bleibt natürlich in der Box kleben. Ja, hatte ich mir schon vor einer Weile geholt. Aber bis jetzt nicht ausgepackt. Aber da ich jetzt gerade über Instagram immer vermehrt, doch aus irgendeinem Grund, ist ja nicht mehr das Neueste eigentlich, sehen davon gesehen habe, muss ich es jetzt mal endlich mal gemeinsam mit euch auspacken. Und will es mir dann auch selber halt angucken. So, die Kleber kommt noch weg. So. Ja. Okay, die Bilder auf der Rückseite machen das Ganze auch nicht besser. Also ist auf alle Fälle. Wirkt sehr interessant. Als extra sind Trailer und Bildgalerie mit drauf, haben wir das abgehandelt. Dann kommt das Ganze im Bildformat 16 zu 9 Full HD. Die deutsche Tonausgabe ist 5.1, die japanische 2.0. Das Ganze geht 306 Minuten und hat auch noch deutsche Untertitel. So, die Box haben wir ja schon gesehen beim Versuch, die Kleberpunkte zu entfernen. Jetzt muss ich noch versuchen, das rauszuholen. So sieht das Ganze dann von innen aus. Aufgeteilt auf drei Discs. Weiß halt nicht, ob das jetzt drei Filme sind. Oder wirklich eine richtige Serie. Muss ich nochmal genau nachgucken. Dahinter ist jetzt, sieht man wahrscheinlich so ein bisschen Horrorelemente aus der Serie selber. Und ja. Viel mehr kann ich dazu gar nicht zeigen. Aber ich denke mal, die Box spricht für sich. Wie gesagt, wenn ihr euch das holen wollt, Link in der Videobeschreibung. Und dann bedanke ich mich bei euch recht herzlich für das Zusehen. Bis zum nächsten Mal und tschüss.